Hallo, unsere Schäfchen. Ich mache diesmal die Anmoderation. Al, die Aufnahmeleitung in Begleitung von Martin Luther. Was für eine Überraschung. Ja, wer hätte das gedacht? Und wir starten hier direkt bei Funky. Erstmal schön, dass ihr wieder dabei seid. Finde ich auch. Und haben hier den Sumpf der Fässer, das ging schnell. Im Krem Kai. Genau. Eine Sumpfwelt. Eine großartige Welt, wie ich finde. Eine meiner Lieblingswelten. Und man beachte hier als erstes mal diesen wunderschönen Hintergrund. Das Spiel kam 95 raus. Also für diese Zeit kann sich das wirklich sehen lassen. Ja, schöne Pixelkunst wird ja auch nicht alt. Ich weiß noch, damals als Kind fand ich diesen Hintergrund auch so super. Ich habe diese Sumpflevels wirklich geliebt. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das manche vielleicht auch eher gruselig finden, so diese grüne Luft und die verknöcherten Bäume. Ah, dieser riesige. Das sieht aus wie der pixelgewordene Albtraum eines jeden Römers. Oh, ja. Die Germanen hocken schon drauf, die Germanen-Gremlings. Ja, hier haben wir eine Kanone, die ein Wegweiser ist zu einem Bonuslevel. Wir finden auch gleich raus, wie wir... Da ist die Decay-Münze für Rambi, also den solltet ihr zum Schluss behalten, bis zum Schluss behalten. Mhm. Und wie gesagt, wir finden auch gleich raus, und zwar hier jetzt, wie wir an dieses Bonuslevel kommen. Dem Typen hinterherrennen, warten, bis er das geschmissen hat und ihn damit umbringen. Schon wieder ist das nicht toll? So ein Fall, wo man denkt, ah, Mist, jetzt habe ich da die Kanonenkugel bestimmt verpasst und dann kommt es erst danach. Ja, die wollen einen nur Kirre machen. Wahrscheinlich. Ich kann natürlich nicht für sie sprechen, ist klar. Nee, doch, wir wissen, das sind alles Schweine. Also bei Rare arbeiten nur Masochisten. Sadisten. Verzeihung. So. Oh, das auch mit den Fässern, ja, die einen in die eine Richtung schießen und dann muss man schön gegenlenken. Ja, genau, danke, dass du es angemerkt hast. Einfach in dem Fall nach rechts gedrückt halten. Mehr ist da nicht bei. Diese Dinger, diese Kremlings, die heißen... Okay, ich habe kein Zielwasser getrunken, mein Leute. An der Stelle. So heißen die? Ja, das war knapp. Die heißen Klobber, glaube ich. Und von denen gibt es insgesamt 4 verschiedene Arten. In dem ganzen Spiel 2 haben wir bisher gesehen, die grünen und die gelben. 2 kommen dann noch später. Hier habe ich mich etwas schwer getan, jetzt habe ich es geschafft. Ihr müsst es nicht schaffen, bevor er die Singer da hinschmeißt. Wenn die Singer da ist und ihr habt beide Kongs, könnt ihr auch mit einem Partnerwurf da hoch. Das ist kein Problem. Sah aber jetzt für die Zuschauer bestimmt cooler aus mit dem Fass. Ja, wie ich erst einmal dran vorbeigesprungen bin und dann rein, ne? Ja, muss ja auch spannend werden. Ja, oder? Klar. Ja, ich wollte ein bisschen hier die Klimax aufbauen. So, und da sind wir direkt am Ziel. Oh, das war flott. Ja. Und ich vergesse zu schießen? Nein. Das wäre jetzt witzig gewesen. Ja. 5 Minuten später. Glimmers Galeone. Das ist wieder ein Wasserlevel. Auch wieder mit einem besonderen Mechanismus, wie oft das schon bisher gesagt wurde, ne? Ja. Es ist halt sehr viel Abwechslung hier drin. Sollten wir eventuell schon mal eine Epilepsie-Warnung rausgeben? Gleich, ja. Hier erstmal nach oben. Hier haben wir die 3. Es gibt noch die 2 und die 4. Wo die 1 ist, weiß ich nicht. Es gibt auch keine 1. Ach so, es gibt keine 1. Ah, ja, ich, hier ist die Decay-Münze bei der 4. Die 2, die ist oben drüber, glaube ich. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls habe ich mich darum nicht gekümmert. Hier ist das Bonuslevel. Yay. Bei der 2 sind nämlich auch nur Bananen. Ja. Und ja, wenn man sich eine Karte anguckt von allen Räumen, die da eingebaut wurden, es gibt keine 1. Das ist interessant. Ja, hier muss man im Dunkeln seinen Weg finden. Ja, oder auch nicht. Ich wollte einfach nicht glauben, dass es da nicht lang geht. Wie gesagt, ich kenne die Wege durch diese labyrinthischen Bonuslevels nicht auswendig. Zeigt aber auch, dass man das nicht muss, um die trotzdem zu schaffen. Nein, 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 das nicht. Also, wenn ich mich da irgendwie durchfinde, dann schafft das jeder andere, glaube ich, auch. Ich habe nämlich wirklich keinen inneren Kompass.
Zumindest nicht, was Orientierung angeht. Wir sind 2 Meter in dem Level geschwommen und haben schon die Decay-Münze und einen versteckten Raum und noch einen versteckten Raum und ein Bonus-Level. Also. Fängt gut an, ne? Ja. Und da haben wir noch einen tierischen Helfer. Glimmer ist es. Ein, wie heißen die, Anglerfische, ne? Genau. Ja, ein Anglerfisch, der uns begleitet und den Weg erleuchtet. Und immer, wenn man sich umdreht, tut er das auch. Und dementsprechend funzelt er dem Spieler ins Gesicht. Genau, so wie hier wunderschön demonstriert worden ist. Ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn es euch irgendwie stören sollte. Entschuldigen wir uns natürlich in aller Förmlichkeit an dieser Stelle. Es tut uns leid. Es tut uns leid. Es tut uns wirklich, wirklich leid. Es tut uns leid. Diese Viecher, diese Kugelfische, die blähen sich auf, um dann kamikaze-mäßig zu explodieren. Hm. Das ist auch, glaube ich, eins meiner Lieblingswörter. Explodieren? Bezogen auf Videospiele habe ich das Gefühl. Kamikaze. Ah. Ich habe das Gefühl, das sage ich recht oft. Kamikätzchen. Im Videospielkontext. Ich finde auch, mit Glimmer geht's. Also gefühlt ist es im ersten Teil mit Squawks mit der Laterne schlimmer. Stimmt, da gab's das auch, ja. Mhm. Ja, ja. Das war ganz ähnlich, das war mal ein Höhlenlevel, ne? Ja. Ja, genau. Kann ja nur ein Höhlenlevel gewesen sein. Unter Wasser wäre mit Squawks ein bisschen schlecht. Wenn die Affen unendlich lang die Luft anhalten können, dann kann das der Papagei auch. Ja. Hier haben wir weitere Schuriken. Ein Papageientaucher wär's dann. Tauchervogel. Genau. Shuri heißen diese Seesterne. Hm. Warum? Dürfte, glaube ich, klar sein. Ja. Hier weitere Lockjaws. Den kann man ganz gut ausweichen, wenn die auf einen aufmerksam werden. Ja. Dann können die ihre Richtung nicht mehr ändern, wenn sie auf euch zugeschossen kommen. Dann müsst ihr einfach nur hoch oder runter schwimmen. Einfach aus dem Weg schwimmen. Das ist nicht allzu schwer. Bei den Kugelfischen muss man manchmal noch aufpassen, weil in der Regel gehen halt die Stacheln nach oben, unten, links und rechts, aber manchmal gehen sie auch diagonal. Ja, genau. Und das weiß man vorher nicht. Also Rätsel raten und sich einfach mal überraschen lassen, wie bei so einer Wundertüte, was da rauskommt und in welche Richtung es fliegt. Ja, wie schnell reagieren müssen in Jump'n'Runs. Ich bin entsetzt. Wir alle sind es. Ja, der Zentralrat der Hüpfer und Springer ist empört. Hier wieder, die Bananen weisen nicht den Weg, in dem Fall. Die zeigen euch, wo ihr nicht lang schwimmen solltet. Und da haben wir unsere 28. Cram-Münze schon. Einer dieser schlimmen Fälle, wo man sich mit seinen Loot-Instinkten zurückhalten muss. Ja. Das. Wieder so ein Kugelfisch. Pufftab heißen die, glaube ich. Pufftab? Ja. Ist vielleicht der Mann von Mrs. Puff dabei? Wahrscheinlich, aber ich glaube, der endete als Stehlampe. Oh Gott. Das wurde mal in einer Folge thematisiert. Oh. Ah, hier haben wir es jetzt diagonal. Genau, der wahrscheinlich auch, ja. Nein, jetzt wissen wir, die Stehlampe steht wahrscheinlich in Crankys Museum. Würde mich nicht wundern, was der da für ein Zeug rumstehen hat. Ja, unter anderem, Und jetzt hier auf das Ding draufspringen und sterben, das wär's doch, oder? Ja, das wär's wirklich. Das ist der grüne Moment der Schande. Ja. Aber wir gerade bei Cranky waren, was der unter anderem bei sich stehen hat, ist ein Arcade-Automat von einem Spiel, das indiziert ist in Deutschland tatsächlich. Ja. Nein! Cranky dealt mit jugendverrohenden Spielen. Sumpf des Wahnsinns, auch ein sehr schöner Name. Ja, und wir werden auch jeden Moment, jede Stunde erfahren, was es mit diesem Level auf sich hat. Any day now. Ja. Hier haben wir, wie heißen die nochmal? Keine Ahnung. Cleaver? Stecken. Nee. Keine Ahnung, nein. Cleaver war der. Cutlass heißen die, genau. Cleaver war der Boss von der zweiten Welt. Auf jeden Fall, wenn die mit ihren Macheten auf euch zukommen, dann bleiben die im Boden stecken. Die gelben zumindest, die grünen können zweimal hacken. Die kommen aber später erst. Hier mit dem Partner-Wurf drüber. Ich kann euch sagen, das bedarf einiges an Übung. Die einfachere Variante ist tatsächlich, wenn ihr beide Kongs habt, einfach
Die Decay-Münze ist da nämlich, genau, einfach den Schaden einzustecken, mit dem anderen Kong unverwundbar zu sein für ein paar Sekunden und einfach durchzurennen. Aber ich hab's jetzt so gemacht. Ja, du hast. Weil ich's immer so mache. Die akrobatische Lösung bevorzugt. Der war sehr unbeeindruckt. Ja, pff. Der war halt hardcore. Oh. Das war natürlich Absicht, ne? Ich wollte mal ein bisschen hier meine Fertigkeiten unter Beweis stellen. Du wolltest ein bisschen Nahtoderfahrung? Ja, oder? Natürlich, wenn ich. Ja, die Mucke von diesen Sumpflevels ist auch absolut großartig, wie die meisten Musiken in diesem Spiel. Ja, also könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass wir jede Folge mindestens einmal darauf eingehen werden, wie großartig die Musik ist, weil sie ist einfach so großartig. Ja. Hier kommt alles Gute zusammen. Guter Hintergrund, gute Mucke und hier haben wir auch ein weiteres Bonuslevel, in dem wir, wie ihr wahrscheinlich schon ahnen könnt, genau Squitter finden werden und müssen ballern. Mit Squitter können wir nicht auf Gegner draufspringen übrigens. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt. Also wir können Gegner abschießen mit ihr, aber nicht auf Gegner draufspringen. Ja. Das war auch relativ großzügig versteckt. Ja. Oh, schön noch den abgeschossen, ja. Jetzt erst gemerkt. Schön noch einen abgefeuert, bevor uns Squitter weggenommen wurde. Ja. Ja, das diese, Geräusch. Ja, das ist super, ne? Also diese Fässer, die bewirken, dass die Krokodilköpfe auftauchen. Auftauchen. Oh, ich hab gerade irgendwie. Ja, manchmal. Kurz den Faden verloren. Es tut mir leid. So, oh, da auf muss die man auch. Draufspringen. Das bedarf auch ein bisschen Übung, aber ist nicht allzu schwer. Muss man schon timen, ja. Hier drüber. Also, das ist nicht so schwer, wie es aussieht. Das sage ich ganz ehrlich. Einfach trauen. Das ist wirklich nicht so. Okay. Sehr schön. Oh! Ja. Ein bisschen mehr Akrobatik. Oh, Mensch. Ja, also einfach trauen und einfach machen, ein bisschen üben, das ist nicht so schwer, wie es aussieht. Ich glaube, das habe ich gerade gesagt, ne? Ein bisschen seinen Partner von Sing aus aufspießen lassen. Ja, Diddy, es tut mir leid, ich hab's verkackt. Oh, Klappermisere. Ich sag euch schon mal, ich gehöre zu den Leuten, für die dieses Level eins der schlimmsten aus dem ganzen Spiel ist. Wegen einer Stelle. Da bin ich natürlich auch gestorben, das werdet ihr auch gleich sehen. Aber die Musik. Die Musik ist toll, ja. Ja, die Musik ist toll, auf jeden Fall. Hier mit Dixie könnt ihr entweder rüberfliegen, weil die Fässer ja ziemlich weit auseinander stehen, die Fässertürme, oder ihr könnt das auch mit so einem Drehsprung machen. Das geht auch gut. Je nachdem, womit ihr euch sicherer fühlt. Aber damit ihr halt auch seht, wie man mit Diddy darüber kommt, wenn man nur ihn hat. Falls man gerade keinen Partner hat, genau. Ja. Sehr gut. Ja, hier geht's dann jetzt weiter. Und wir sind diesmal Radley, anstatt auf ihr zu reiten. Und ja, das ist etwas semi-optimal. Ja. Wie ich oft finde. Aber gut, wir müssen es ja machen. Die Steuerung bleibt dieselbe, wie man auf ihr reitet. Ist ja gerade aber das Schlimme, dass man es machen muss, dass man nicht von ihr runter kann. Und wie grün dieses Level ist. Hm. Grüne Suppe da im Hintergrund und der grüne Himmel, die grüne Schlange. Wunderbar. Das ist der Waldtempel von von Diddy's Conquest. Nein, wenn, dann wären das ja die Sümpfe. Ja. Hier runter und da hoch. Giftsümpfe, vor allem ein grüner Himmel mit grünen Wolken nochmal. Ja, wahrscheinlich irgendwelche toxischen Gase hier überall. Vor allem, was wir alles für Schattierungen von Grün hier haben. Ja. Und hier geht's dann weiter. Immerhin kann man mit Radley auf Singers rumspringen und sie dabei kaputt machen. Ja, das sollte man nicht meinen, dass die das kann, ne? So, hier müssen wir unten lang und hier todesmutig reinspringen. Und da haben wir unsere Decay-Münze. Yay! Und den möchte ich jetzt unbedingt noch töten, einfach weil ich es kann. Möchte sein Geld? Natürlich. Sein Piratenschatz. Ja. Das war wahrscheinlich J.R.R. Tolkien. Oder George R.R. Martin.
Dieser Sprung kann eventuell etwas schwer zu timen sein. Aber es geht noch wesentlich schlimmer in diesem Level. Das kommt gleich. Wie wir noch beweisen werden. Mhm. Ja, hier einfach die Sterne einsammeln. Greift nach den Sternen, meine Schäfchen. Ich glaube an euch. No. Wunderbar. Noch dicke Zeit gehabt. Finde ich gut. Ja. Oh, dieser gierige Ausdruck immer, bevor sie losspringen. Aber der beste Gesichtsausdruck ist der, wenn sie sterben. Dann gucken die richtig toll in die Kamera. Vor allen Dingen diese Crooks. Ja. Das sind die Besten. Das sind wirklich die Besten. Da müssen wir vielleicht irgendwann mal das Spiel pausieren an genau der Stelle und das mal zeigen. Im Omake Cinema oder so. Diese Stelle meine ich. Hier habe ich es versucht mit dem normalen Sprung. Hat wahnsinnig gut geklappt. Mhm. Und jetzt probiere ich es nochmal mit dem aufgeladenen Sprung, mit dem Supersprung. Ja. Das ist etwas schwerer zu timen, aber es klappt. Boy. Ihr müsst einfach rausfinden, was für euch besser funktioniert. Ich wollte versuchen anzugeben mit dem normalen Sprung, hab's nicht geschafft. Für mich funktioniert der Supersprung besser. Und dann kommt danach gleich noch so ein anderer Typ angesprungen. Das wird mich so ärgern, wenn ich das endlich schaffe. Und dann kommt dieser Lappen da angekackt. Und ja, und hier haben wir es geschafft. Sehr gut. Ja. Ah, lassen wir die giftigen Gewässer hinter uns. Genau. Jetzt kommt ein anderes, auch sehr interessantes Level. Oh, die Affen-Action? Nein, erst kommt noch der Kletterschleim. Bei dem müssen wir uns auch von unten nach oben vorarbeiten. Das Wasser wird nämlich gleich steigen. Und ihr habt ja schon diesen hübschen pinken Fisch da drin gesehen. Hm. Was glaubt ihr, wird der wohl mit uns machen, wenn wir da schwimmen gehen? Hier kann ich euch eigentlich auch nur den Tipp geben, nicht in Panik geraten, bleibt ruhig, der Wasserstand steigt nicht unheimlich schnell, ihr habt mehr Zeit, als ihr meinen solltet. Das musste ich auch erstmal lernen, oder vielleicht seid ihr auch einfach cooler drauf als ich und lasst euch davon nicht so in Angst und Schrecken versetzen. Ja. Das ist natürlich auch fies, aber trotzdem ein bisschen Hände machen. Ja. Weil wenn du ja schon ein Stückchen hochgeklettert bist, dann kommt es ja so auf einmal, dadurch wirkt es ja auch, als würde das Wasser so schnell steigen. Mm. Das ist auch sehr super versteckt, wie ich finde, dann einfach wieder runterschwimmen. Ach. Da muss man auch schon genau gucken, um dieses Unverwundbarkeitsfass hinter dem Cannon zu sehen. Und dann auf die Idee zu kommen, vielleicht ist da was, wenn ich jetzt runterschwimme. Mm. Hier nehme ich immer gerne Dixie, wenn ich sie habe, weil ich glaube, das ist hier gerade selbsterklärend. Ah. Sehr gut. Na, das macht richtig Spaß, dir dabei zuzugucken. Ah. Ich hoffe euch auch. Ihr sollt ja auch was Schönes zu gucken haben. Und dank der Editiermagie wird das sogar noch schöner. Ja. Dieses Geräusch auch. Also nicht nur die Musik, auch diese ganzen Geräusche. Ja. Mm. Und beachte wieder diesen Realismus in dem Spiel. Wie diese Klettertaue realistisch in der Luft schweben. Natürlich. Ja, diese gelben Clubbers, die wir hier gerade wieder gesehen haben, die klauen euch übrigens Bananen, wenn sie euch anrempeln. Allerdings Klauschweine. Nicht unwiderruflich, die Bananen liegen dann noch da rum ein bisschen und ihr könnt sie wieder einsammeln, wenn ihr schnell genug seid. 5-Sekunden-Regel. Genau, richtig. Und später gibt's, wie gesagt, noch zwei weitere Typen von denen, die klauen euch was anderes. Aber das verrate ich jetzt noch nicht. Ja, hier einfach töten, töten und weiter töten und dann looten. Yay.
und hier nochmal einen auf Super Kong machen. Ja. Seine Freundin in die Ecke schmeißen. Genau, wenn man seine Partner auf den Boden schmeißt, dann geht's denen nicht so gut. Ja, Lasershow. Yeah. Lasershow-Rap. Diddy Laser. Dixie fängt dann an zu weinen, wie wir gerade gesehen haben. Wenn man seinen Partner wegschmeißt und Diddy hält sich einen Kopf oder so. Reibt sich, glaube ich, den Kopf und hat ein blaues Auge. Oh, Affen-Action. Oder so. Ganz genau weiß ich es nicht. Ah, diese Musik. Ich probiere es mal aus irgendwann. Sticker Brush Symphony, glaube ich. Wunderbar. Und ihr seht schon sehr markant das Besondere an diesem Level. Nein, ach, was denn? Ich glaube, die Bananen sind das Besondere. Das gibt's ja sonst nicht so oft, ne? Oh, der Hintergrund ist auch wunderbar mit dem Himmel und den Wolken, die da vorbeiziehen. Das passt auch so gut zu der Musik. Wenn man jetzt noch diese Dornranken da irgendwie ausblenden könnte. Ja, das ist so eine Art, ich würde schon sagen, labyrinthisches Level, oder? Ja. Oder was würdest du sagen? Ja, labyrinthisch passt sehr gut, gerade wenn man bedenkt, wie zum Teil hier die Bonuslevel und die K-Münzen versteckt sind. Ich muss auch sagen, ich kenne den Weg hier auch nicht auswendig, wo man sich hier lang schießen muss, um zu den richtigen Orten zu kommen. Ich schieße mich hier einfach durch. Also ihr kommt schon irgendwie ans Ziel. Ja. Und da haben wir schon eine Banane als Hinweis. Genau, und links ein Bonuslevel. Ihr habt es ja schon gesehen, die Fässer zeigen nicht in alle Richtungen. Man muss erstmal überhaupt den Weg dahin finden. Ja, und dieses Bonuslevel funktioniert auch nach demselben Prinzip. Erst nach unten, dann hier, zweimal nach rechts und dann in die Mitte, dann hier wieder nach rechts und nach unten und wieder nach rechts. Ja. Ohne, Sie haben Ihr Ziel Bild. Erreicht. Ja, genau. Ohne Bild wäre das jetzt wirklich überhaupt zu nichts zu gebrauchen gewesen. Ach. Meine Aussage. Links war links und rechts war rechts und Mitte war Mitte. Das passt. Ja, hier geht's unten lang. Jetzt nicht mehr mit verschiedenen Stufen, sondern man muss schön den Moment abpassen. Auch nett. Also hier hat man wirklich Fässer, Bewegungen in allen möglichen Formen und Varianten. Das ist toll, wie die das hier variiert haben. Und hier oben, wenn wir schnell sind und es richtig abpassen, können wir uns das Leben angeln. Einer der besten Tracks in der Videospielgeschichte. Ja, definitiv. Die Sticker Brush Symphony. Da gibt es auch zahlreiche andere Versionen von, aber ich finde kaum eine ist so schön wie die Originalversion aus dem Spiel hier. Deswegen hatte ich dann auch die Originalversion genommen für die Vorschau im letzten Video und kein Remix. Für Tropical Freeze haben sie die Sticker Brush Symphony und auch einige andere Tracks aus den alten Super Nintendo-Spielen genommen, neu aufgelegt. Einige davon sind echt gut geworden. Da hat ja auch David Wise wieder selber gemacht. Ja, aber gerade im Falle der Sticker Brush Symphony ist das unerreicht. Ja, das geht nicht. Wie gesagt. Ich meine, da ist auch jeder Remix schön, aber das Original bleibt das Original. Ja. Auch sehr schön finde ich die Variante, den Remix aus Smash Bros. Ja. Kann man gern alle noch dazu nehmen. Oh, das jetzt. Ach, das war doch jetzt. Genau hier, nämlich direkt wieder nach links zurück. Und dann haben wir oben Squawks. Der offensichtlich nur in der Luft schweben kann an Ort und Stelle, wenn er keine Kongs unten dranhängen hat. Was für ein Jammer. Und ja, wie ihr seht, kann man die Kongs schön über diese Stacheln schleifen. Ihr müsst nur aufpassen, dass Squawks nicht an die Dorn kommt. Also das funktioniert wirklich nur, wenn der wenn die Ranken
waagerecht, also horizontal ja. verlaufen, wenn es diagonal ist oder ja, wenn's vertikal oder von oben oder sonst was, ja. dann geht das nicht. Ja, wenn es nämlich diagonal ist, trifft es wahrscheinlich die Hitbox vom Squawks auch mit. Ja, das der heiße Draht nur sind ja. Stornranken. Und man ist ein Papagei, ja. der nicht die Höhe halten kann. Da haben sie später auch noch schöne Sachen mitgemacht mit diesem Mechanismus. Du meinst wohl grausame, furchtbare Sachen? Ja, so viel können wir euch schon mal verraten. Das wird nur richtig toll später. Und hier rappen wir über unseren Sieg yep. erleichtert und gehen zu Cudgels Herausforderung. Bei dem Boss, als ich den gespielt habe, als es aufgenommen wurde, habe ich noch gedacht, das ist der einfachste Boss in dem ganzen Spiel. Ist er auch, meiner Meinung nach. Du sprichst nur aber, für dich. Ja, ich spreche nur für mich, genau. Aber der hat hier einen spannenden Kampf geliefert, auf jeden Fall, wie ihr gleich sehen werdet. Ich bin immer wieder entsetzt, was der für eine Reichweite habt. Ey, schaut ja. euch das mal an, wenn der zuschlägt. Das ja. ist doch über die Hälfte das vom Bildschirm. Das sollte man nicht unterschätzen, ja. Und jedes Mal, wenn er aufkommt, wenn er wieder aufkommt auf der Erde, hochspringen. Wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr paralysiert. Das ist schlecht. Das ist genau das, was man gebrauchen kann in der Situation. Mhm. Und man muss den wirklich unheimlich oft treffen mit diesem TNT-Fass. Ja. Ich weiß gar nicht, wie oft. 6-mal? 7-mal? Irgendwie sowas. 6 würde ich behaupten. So, das war jetzt das dritte. Mhm. Jetzt geht die nächste Phase los, ne? Genau, jetzt verschwindet er nicht mehr aus dem Bildschirm. Ja, hier bin ich zu früh gesprungen. Und hier hätte ich nicht springen dürfen, das war ein falscher Reflex. Ja. Bums. Jetzt muss Dixie es richten. Mit ihr ist es natürlich etwas leichter, weil sie schweben kann. Da muss man das nicht so ganz genau abpassen. Das war knapp. Da war ich ein bisschen zu cocky. Schnell beeilen aus der Mitte weg. Ja. Da habt ihr es mal gesehen. Er kann euch nämlich auch das Fass aus der Hand schlagen, beziehungsweise ja. in der Luft noch weghauen. Wenn man sich zu viel Zeit lässt. Schon wieder. Ich kann es kaum abwarten. Ja, das ist aber auch den... Möchte man dann auch schnell weghauen. Er lebt immer noch. Ja. Furchtbar. Der ist gerade sehr hartnäckig. Aber jetzt ist es vorbei mit ihm. Bam. Ja. Man wird wieder mit einem schönen Geräusch belohnt. Ja. 37 Kremlinsen schon. Und noch nach diesem Kampf hat es immer noch Kraft für ein Solo. Und wir sind schon wieder vorbei. Das nächste Mal gibt es das tiefe Kremlland. Genau, das, was ihr da seht. Ah, das sieht doch toll aus, oder? Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal für eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich. Vielen Dank, unsere Schäfchen. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr das seht, dann wollt ihr doch wieder reinschalten, oder? Es wird so großartig, ich kann es euch sagen. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder da seid, meine Schäfchen. Gehabt euch wohl. So, wir kommen wieder zurück beim Bonus mit Swankys Goldgrube. Diesmal ohne komische Stimmen, denn die Antworten sind diesmal schon komisch genug und diskussionswürdig, nicht wahr? Ja. Was kann euer Freund, die Schlange, besonders gut? Ja, was kann Radley wohl besonders gut? Einen Witz erzählen natürlich. Radley. Oder Eier ausspucken. Genau, Stand-Up-Comedian. Ja. Eier ausspucken wäre fast richtig, wenn es andersrum wäre. Nicht ausspucken, sondern ach, auffressen, ja. Ja, wie heißt... Schiffslevel, das ist Glimmers Galeone. So. Wie heißt das muskelbepackte Krokodil, das die Brücke bewacht und Wegegeld verlangt? Das haben wir noch nicht gesehen, ne? Wir waren ja noch nicht bei Klabbers Kiosk. Claude. Jean-Claude van Kremling. Ja. Der sieht aus wie Cudgel, nur in grün. Mit wie vielen Leben beginnt ihr das Spiel? 900. Oder 5. 5. Noch eine Frage? Welchen Knopf drückt ihr, um euren Freund auf eure Schultern zu heben? Ja, wir haben es gesagt. Sollten wir wissen, im ersten Video. Ja.
habt ihr zugehört? Wie heißt das freundliche Rhinoceros? Das schreibt man heute. Rambi. Rambus. Rambus ist auch super. Und Rhinoceros schreibt man, glaube ich, nicht mehr mit H, oder? Ah, ich habe es nicht nachgeguckt. Ich oute mich einfach mal. Ich weiß es nicht. Ah, wie lautet der Name dieser Welt? Hier war doch noch was Gutes. Don Kai. Ich bin für Don Kai. Don Kailos. Ja. Anspielung auf Don Carlos. Das beste Werk, das jemals geschrieben wurde von Menschenhand. Und unser Freund Squawks heißt natürlich Flipper. Warum konnten es die anderen Namen nicht sein? Oh, wie viele Flugzeuge hängen in der Kong-Schule von der Decke? Ja, wie zählt die gesamte Innereinrichtung von Wrinkleys Schule? Ja. Es kommt fast alles mal dran, was da drin rumsteht. Und das also war's dann auch schon wieder. Genau, ihr müsst ihre Schule ausspionieren. Ja. Viel Spaß dabei. Aber der beste Gesichtsausdruck ist der, wenn sie sterben. Dann gucken die richtig toll in die Kamera. Vor allen Dingen diese Crooks. Ja. Das sind die Besten. Das sind wirklich die Besten. Gefällt mir, wie du stirbst, Boy.